Eins, zwei, drei. Hopp! Johannes, erstmal herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid. Die Terminschiene angesprochen und eigentlich schon vorweggenommen. Das Ziel ist, im März fertig zu sein. Endlich ist es soweit. Neben der Grundschule am Harlinger Weg wird die Turnhalle eingeweiht. Mit dabei Jasmina Wefer vom Architekturbüro Kieselhorst und Pilz. Etwa 200 Kinder freuen sich, die neue Halle mit einweihen zu dürfen. Schulleiterin Anke Kreie. Ja, ich will euch begrüßen und mache das so. Hallo, hallo. So haben die Kinder uns, so begrüßen wir uns eigentlich immer und so haben die Kinder sich gegenseitig und uns begrüßt und natürlich auch unsere Ehrengäste hier heute. Schön, dass Sie alle da sind. Ich begrüße Sie auch ganz, ganz herzlich im Namen des Kollegiums der Grundschule am Harlinger Weg. Schön, dass Sie da sind. Heute ist ein Tag, an dem ich tunnel kann. Heute ist ein Tag. Besonderes Engagement hier beim Bau, in der Bauphase der Turnhalle. Ganz, ganz herzliches Dankeschön dafür. Ja. Bürgermeister Jan-Edo Albers. Heute stehen wir in diesem wunderschönen Schmuckstück und stellen fest, wenn ihr singt, dass nicht nur das hier optisch offensichtlich viel besser geworden ist, sondern dass man auch viel besser hören kann, wie schön ihr singt. Hat ja auch wirklich länger gedauert, als es eigentlich sollte. Das ist aber immer bei jedem Bau so, denke ich, dass der Bauplan selten eingehalten werden kann. Kommt immer wieder irgendwas dazwischen. Und wir haben das tapfer ausgehalten, die Kollegen und die Kinder. Denn es war manchmal dann schon recht laut. Abrissarbeiten und dann Bohrarbeiten und dann wieder alles andere, was dann wieder Lärm machte. Das war schon nicht immer ganz leicht. Der Schule oder der Besitzer oder des Bauherrn, wenn man auch einen Schlüssel bekommen hat. Ohne Schlüssel ist ein Haus nicht das Eigentum sozusagen. Und ja, wir machen das natürlich gemeinsam, denn das nützt euch ja nichts, wenn ich den Schlüssel habe. Dann kommt ihr morgens nicht rein, weil ich garantiert nicht zu dieser Uhrzeit hier bei euch sein werde. Insofern ist es wichtig, dass der Schlüssel direkt an eure Schulleitung, an eure Schulleiterin, an eure Kreie übergeben wird. Frau Decker mit einigen Kindern der 4a wird den nächsten Programmpunkt jetzt bestreiten.
Das will ich mal eben nochmal schnell sagen. Die drei Tage. Schließlich nimmt der vielseitige Künstler Stefan Schauer mit seiner Frau Mira Roggenbach die Kinder auf eine Reise zu den wilden Tieren nach Afrika mit. Ja! Warte mal, super Schule, oder? Ja! Tretet ein und schaut euch alles an. Tretet ein, damit's beginnen kann. Also die Veranstaltung ist super schön verlaufen. Ich war ganz begeistert. Wir hatten ja viele Gäste hier auch aus Verwaltung und Rat, aus dem Elternrat und so weiter und auch Nachbarn, die hier vor Ort die ganze Bauphase miterlebt haben. Und unsere ganzen Schulkinder und Kollegen waren ja auch dabei. Und ich denke mal, so haben wir einen würdigen Rahmen gefunden, diese schöne Turnhalle auch einzuweihen. Und wir hoffen natürlich auch, die Halle nutzen zu können für weitere Schulveranstaltungen, zum Beispiel die Abschiedsfeier für die Viertklässler später dann. Die Einschulungsfeiern werden hier wieder stattfinden und vielleicht auch andere Schulveranstaltungen, die wir jetzt hier mal durchführen können und endlich wieder einen großen Raum zur Verfügung haben. Vielen Dank.